Willkommen zu einer neuen Runde World of Warships. Heute mal wieder ein Ranked und ich spiele den deutschen Tier 8 Tech Tree Kreuzer Admiral Hipper. So, wir sind auf der B-Flanke, das heißt, wir fahren da natürlich auch hin. Wir haben nur einen Zerstörer, das heißt, B-Captain ist unser Job. Wir haben auch kein Radar oder sowas, das heißt, wir sind am besten geeignet dafür, weil sowohl Chopper hier von Baltimore haben Radar, das heißt, die sind auf A am besten aufgehoben, weil da wird es contested werden und da ist Radar ganz gut zu haben. Vor allem doppelt. Gut, Gegner haben auch Doppelradar mit Chopper und Cleveland. Einziger Unterschied ist, dass wir halt Baltimore statt Cleveland haben. Schlachtschiff technisch ebenfalls relativ ähnlich, Lenin auf beiden Seiten, wie eine North Carolina, die eine Bismarck. North Carolina ein bisschen besser dazu, die Kreuzer schnell auszuschalten. Und halt in unserem Fall Hipper statt Harlem. Als Zerstörer haben wir eine Akizuki, das heißt, im 1v1 sollte die Orkan eigentlich besiegen können. Es wird wahrscheinlich kein 1v1 werden, aber theoretisch könnte sie es. Also, ja. Aufteilung, wie sie am meisten Sinn macht, also sprich alles zu A und ich alleine zu B. Man könnte verargumentieren, vielleicht noch ein Schlachtschiff hier mit rüber zu schicken, namentlich die North Carolina, weil die genug Reichweite hat, von B Richtung A zu schießen. Problem ist halt die ganzen Inseln da im Weg. Einzige Frage ist dann, was ich mache. Wenn ich B gecapped habe, einfach auch mit zu A? Oder gucke ich dann mal, ob sich bei C irgendwas machen lässt? Für den Moment cappen wir aber erstmal B. Gut. Da wird es keinen großen Contest geben, wir sind nicht gespottet und der Gegner ist noch viel zu weit hinten, um irgendwas zu erreichen. Es sei denn, die Orkan wäre direkt mit Motorboost durch die Mitte gerusht. Dann bestünde jetzt eine theoretische Chance, dass ich gleich gespottet werde, aber sind wir mal ehrlich, das hat sie nicht. Dafür haben wir die gegnerische, was ist das, Chapayev gesehen. Und da ist auch die Lenin. Leider in der Insel, das heißt, wir erreichen sie noch nicht. Sich aber gleich ändern. Und wir sind gespottet, das heißt, wir haben eine ungefähre Ahnung, wie deren Kreuze in C gefahren ist. Ah, sie hat abgebremst. Ich könnte AP laden. Problem ist, die ist ein bisschen angewinkelt und die russischen leichten Kreuze sind auch irgendwie echt weird zu Zitadellen. Deswegen in dem Fall lieber der Safe Hit, bedenkt man, dass ich eh nicht viele Treffer durchkriegen werde. Und hallo Orkan! Und da sehen wir auch die Sormen. Da haben wir rausgefunden, während ein Kreuzer von denen auf C gefahren ist, nämlich die Cleveland. Dann bleibt uns auch die Harlem und wir haben alle gesehen. Ah ja, und Cleveland hat inzwischen auch mich gesehen. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich aufhöre zu schießen. A zeige ich Breitseite zu A. Und B wird hier auf die Distanz nicht arg viel erreichen, was wirklich einen Mehrwert bringt. Ich könnte ein bisschen Chip-Damage raushauen auf die Bismarck, aber das war's auch schon. Oder auf die Lenin. Nicht worth dafür, die ganze Zeit von der Cleveland beschossen zu werden. Vor allem, weil ich up close die Cleveland, die ja keine Torpedos hat, easy nehmen kann. Ich schieße noch nicht auf die Lenin, weil mich dann die Bismarck spotten würde und dann das ganze Theater mit der Cleveland wieder losgehen würde. Gut, jetzt bin ich sowieso gespottet. Das heißt, wahrscheinlich ist die Orkan hier in meine Richtung gefahren. Und da sehen wir die Flugzeuge von der Harlem. In anderen Worten, die ist wahrscheinlich auch hier oder irgendwo in der Mitte. Das ist der erste Kill auf unserer Seite. Akizuki killt die Chapayev, gleichzeitig aber die Lenin unsere Chapayev. Und hallo Harlem. Nein, Glück habe ich auf AP gewechselt. Vor allem, weil je nachdem, wie saturated der Punkt ist, den ich treffe, tatsächlich das ist das Lustige bei der Hipper, abhängig davon, wie saturated der Schiffsteil ist, den ich treffe, kann es sein, dass meine Overpens mehr Schaden machen als meine HE-Treffer. Oder zumindest gleich viel. Gut, HE hat natürlich noch den Vorteil, dass es Sachen kaputt machen kann und Brände auslösen. Aber so theoretisch. So, sowohl Harlem als auch Cleveland haben allerdings keine Torpedos. Gut, Problem ist, wir werden natürlich auch von der Lenin beschossen werden. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, ich versuche mich anzuwinkeln und so schnell es geht, hier durch die Mitte durchzukommen.
Pippa, sehr potente AP und wie gesagt, im Gegensatz zu den beiden Hubus hier, Torpedos. Gut, die AP will gerade nicht so richtig. Aber naja, was willst du machen? Harlem gerade am Durchrushen, das heißt, ich kann mich erstmal um die Cleveland kümmern, während die Harlem sich hinter der Insel verdrückt. Cleveland, kleineres Kaliber als ich, das heißt, wir winkeln uns schön die AP an und lassen die bouncen. So, wahrscheinlich massiv übertrieben mit den Torpedos. Aber wirklich cool, dann haben die ja keinen, also von daher. Ist das Schöne an Dreierrohren, die haben eine sehr kleine Nachladezeit. So, die Flugzeuge von der Harlem, aber die sind ein bisschen zu kurz, die sollten keine Gefahr darstellen. Ist tatsächlich gar nicht so einfach mit diesen Luftschlägen zu treffen. Ich könnte natürlich jetzt der Harlem hinterherfahren, das Problem ist, dass die mich vorher spotten würde und ich dann das Problem habe, dass ich ihnen eine Breitseite zeigen würde, weil ich in der Insel vorkomme. Und selbst auch keinen guten Winkel hätte, deswegen entscheide ich mich jetzt einfach, dass ich hier das B-Cap überlasse und dafür das C-Cap flippe. Dann sind wir da technisch wieder even und da wir schiffstechnisch ahead sind, weil wir die Bismarck auf der anderen Seite bekommen haben und, naja, hier die Cleveland. Somit mein Team einen signifikanten Advantage auf A hat, ist der Cap-Trade hier absolut worth, zumal wir ja sowieso Punkte ahead sind. Die Storm sollte jetzt auch gleich das A-Cap flippen können. Und dann sind wir sowieso ahead. Außerdem die North Carolina müsste das sein. Ja, kommt dann sowieso noch hierher. Und da die Harlem nach wie vor keine Torpedos hat, sollte die eigentlich nicht wirklich eine Chance gegen die North Carolina haben. Mit anderen Worten, das kann ich der überlassen. Oh ja, da zeigt jemand eine schöne Breitseite zur North Carolina. Gucken, ob wir oben auf der HP-Leiste was sehen. War nicht so ein guter Treffer. Aber können ja noch weitere folgen. Die sind gerade in der schönen Position, die Position von allen Gegnern zu kennen. Das heißt, wir könnten theoretisch, sobald wir einen besseren Winkel auf die Linien haben, da ein bisschen poken. Alternative wäre, zurück zu B zu fahren und da den North Carolina zu helfen. Weil ich meine, da ist nur die Lenin und die Sormen theoretisch noch. Das heißt, A sollte eigentlich geregelt sein. Okay, das war's mit unserer Lenin. Das heißt, die haben kein Schlachtschiff mehr auf A. Wir haben zwar immer noch einen Zerstörer, was ein Riesenvorteil ist, und auch ein U-Boot, das heißt... Und Lenin ist relativ groß und träge, das heißt, die kann Torpedos nicht so gut ausweichen wie jetzt zum Beispiel eine Georgia oder sowas. Wobei die Sormen gerade ziemlich nah ist. Gut, das Nahe kann auch ein Vorteil sein, in dem Fall... Und tschüss, Akizuki. Das Nahsein kann in dem Fall auch ein Vorteil sein, weil die Anti-Boot-Flugzeuge, falls ihr den überhaupt welche hat, bin mir gar nicht sicher, auf die Distanz nicht mehr funktionieren. Die haben ja eine Mindestreichweite. Komischerweise. Das heißt, die Sormen sollte gerade eigentlich von der Leni nicht wirklich bedroht werden. Gut, allerdings dann, dass er natürlich jetzt immer entweder der Harlem oder den Breitseite zeigen muss, wenn ich hier was erreichen will. Feueralarm! Für den Moment zielt aber nur die Harlem auf mich. Zumindest laut Priority Target. Auch geholfen von der Insel. Das meine ich, das waren jetzt 4 Overpens und trotzdem hat sie einen massiven Schaden bekommen. Sagen wir halt, darf halt nichts bouncen. Aber bei dem Winkel hier bounce nichts. Und naja, mache ich halt den Job der North Carolina für sie. Beziehungsweise sobald sie wieder nachgeladen wird, sie jetzt sicherlich auch schießen. Ja, there we go. Und tschüss, Harlem. Gut, der Luftschlag könnte ein bisschen gut kommen, wenn sie zumindest horizontal stimmt, der. Bisschen zu weit nach hinten. Okay, ja gut, eine Bombe. Ist überlebbar. Gut, Harlem ist damit raus. Und unsere Sormen ist raus. Hat wohl auftauchen müssen. Unpraktisch. Lenin aber gerade noch nicht auf uns zielend. Gut, muss dazu sagen, Lenins Türme drehen sich vergleichsweise schnell, aber die sollte nicht mehr rechtzeitig zu uns gucken können. Sound war kurz aufgetaucht, allerdings taucht es schon wieder ab, das heißt, die Granaten treffen da nichts. Aber wir haben deren Sauerstoffleiste gesehen, ewig kann die auch nicht mehr tauchen. Zumal es eine Sormen ist, die können ja nicht so lange tauchen wie jetzt wie die deutschen U-Boote. Ich mag auch die Änderung, diese
an den U-Booten vorhaben, dass jetzt die Deutschen zu den Long-Range-U-Booten machen und die Amerikaner zu den Close Quarter. Weil es auch viel mehr Sinn macht, wenn die Amis ja vorne und hinten eine ordentliche Zahl Torpedos haben, während die Deutschen fast alle Torpedos vorne konzentriert haben. Ihr erinnert euch ja noch an das U-69-Video, was ich gemacht habe, wo dann hinten nur ein Torpedo rauskam. Während im Vergleich die Cachalot hinten einen kompletten Zwillingstorpedo-Launcher hat. Die kann da, bei der macht es halt mit Manövrieren mehr Sinn. Also insofern, ja, sinnvolle Änderung. So, hier die Hoffnung, dass mein Aufklärungsflieger was spottet. Katapultjäger in der Luft. So, Lenin zielt auf die Baltimore, das ist gut, das heißt, wenn ich Glück habe, kann ich rankommen. Allerdings hat sie ihren Flieger auch gestartet, leider. Und damit bin ich gespottet. Schade, hab gehofft, mich ansneaken zu können und ihr Torpedos mitzugeben. Also haben wir die noch schnell raus, solange wir noch leben. Ja, auf die Distanz, als ich mich abgebremst hatte von der Lenin. Das war nicht schwierig zu erraten, was da passieren würde. Aber wie gesagt, Lenin, sehr groß, sehr träge, sehr tot. So, damit leben noch Baltimore und North Carolina unserer Seite. Wir haben massiven Punkt und alle Caps. Das kann die Sormen nie im Leben in irgendeiner Form noch rumreisen, deswegen ich hier das Replay jetzt auch abspeede. North Carolina und Baltimore können natürlich versuchen, die Sormen zu finden. Aber wie gesagt, da kann nicht viel passieren. Wir wissen, wo die Sormen ungefähr ist. Bei A, sie kann nicht cappen, ohne zu surfacen. Zumal sie sowieso nicht mehr viel Sauerstoff haben dürfte, wie gesagt. Wir haben es ja vorhin schon gesehen. Am sinnvollsten, theoretisch, wenn. Also nee, am sinnvollsten wäre es einfach von A wegzubleiben und die Punkte ansammeln zu lassen. Ja, da fängt A an, geflippt zu werden. Das heißt, wir wissen, wo die Sormen ist. Wie gesagt, der Punktelied ist zu massiv. Wir haben noch zwei Caps. Sormen kann das nicht rumreißen. Das heißt, das Cleverste macht eigentlich die Baltimore, indem sie sich verzieht und einfach die Punkte hochticken lässt. Und North Carolina scheint das inzwischen auch zu machen. Ja. Gut, damit ticken unsere Punkte hoch. Sormen flippt zwar A, aber macht keinen Unterschied mehr. Insofern ist dann unser Punktecap bei 100. Und wir haben das Ganze im Kasten. Ja. Das war eine weitere Runde World of Warships in der Admiral Hipper. Viele mögen das Schiff nicht. Mir gefällt es eigentlich ganz gut im Tier 8. Sie hat halt Schwierigkeiten, sich in Random Matches zu behaupten. Im Rank hat allerdings durchaus einen Kahn, der funktioniert. Ja. Dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao. The top of 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 the top of